Herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Video, und zwar Tutorial. Wir werden heute mal durchstarten mit Patreon und ich erkläre euch einiges, wie das Ganze funktioniert. Also das allererste ist zu wissen, die sind selber ein bisschen woke, die Leute von Patreon. Das heißt, das ist nicht so, wie man denkt, dass ihr frei seid, wie manche YouTuber wie Leo oder halt Michelle das immer sagen, sondern man sieht ja schon, nee, kreativ, bull, ich lese sowieso nur kreative oder kreative werden. Aber wenn der Stern schon da ist, dann weiß man, die sind gewoked. Aber ihr könnt trotzdem das machen, weil das ist, hat viele Vorteile manchmal, wenn es um Geschäft, euer Geschäft aufzubauen geht. Okay, let's go. Wir klicken erstmal auf Starten. Und dann heißt es, willkommen Andreas Oczynski, es geht bla bla bla, klar, das ist mein richtiger Name, auch klar, ich bin der Einzige, der transparent ist. Und manche nennen mich auch Andy Wiki oder Andy der Zauberer, wie auch immer. So, dann hat man hier erstmal Start in wenigen Schritten, lade Fans ein, wenn du bereit bist, Geld zu verdienen, kannst du einen Mitglied anbieten oder bla. So, keine Fan beitreten, das ist Quatsch, dafür ist das Video ja da, ne, dass er kreativer war. So, und dann heißt es immer, gib deinen Patreon-Seite einen Namen ein, du kannst ihn später derzeit ändern. Das ist natürlich nicht so ganz so richtig, weil ihr seid ja irgendwann mal eine Suchmaschine und dann ist es natürlich vernünftig, einfach einen Namen einzugeben, der halt euer YouTube-Kanal ist. Also wenn der Kanal Andy Wiki heißt, auch wenn er da nie gefunden wird, warum auch immer, typisch YouTube, dann macht ihr halt einfach euren Kanalnamen. So. Dann habt ihr unten, meine Seite ist nicht für Menschen unter 18 Jahren geeignet, das ist totaler Quatsch. Meine Seite ist geeignet, aber ihr könnt das zum Beispiel hier machen, damit zum Beispiel eine sichere Community für alle bleibt, stehen Seiten mit sexuellen Inhalten oder Aktivitäten auf Patreon zum 18 zur Verfügung. Also man kann zusätzlich auch sagen, hey, ich mache meinen Kanal mit Absicht etwas böser und dann könnt ihr mich nicht dafür verantwortlich machen oder striken, aber wir haben das nicht und da machen wir ein Häkchen raus. Aber wenn ihr sowas habt, wenn ihr Erotik-Inhalte habt, dann solltet ihr auf jeden Fall dein Häkchen reinmachen. Ja. Und ja, weiter geht's. Ich hoffe, mein Name ist nicht vergeben. Nee, ist nicht. So, füge deine sozialen Netzwerke hinzu, damit Fans wissen, dass du es bist. Genau, und da machen wir erstmal die Möglichkeit, besprechen, was wir machen können. Wir können YouTube verbinden, Instagram verbinden, Twitter verbinden, Facebook verbinden, Twitch verbinden. Umso mehr, umso besser. Was wir machen aber natürlich werden, ist natürlich YouTube verbinden und wir klicken auf YouTube verbinden, dann kommt der Account, dann heißt es Andreas Oczynski, dann wird hier gefragt, wo wollen wir uns verbinden, weil das ist auch sehr wichtig, ihr habt manchmal einen Google-Account und einen YouTube-Account. Der YouTube-Account ist immer der, wo YouTube draufsteht. Viele machen falsch und klicken da drauf. Don't do it. Bitte. Da, wo YouTube unter steht, das ist euer Kanal. Ganz, 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 ganz wichtig. Noch einmal wiederhole, auf YouTube verbinden klicken, dann auf Andy der Zauberer, beziehungsweise nicht bei mir, ne, sondern bei euch halt. Oben erst dieses Google. Wisst ihr was? Ich glaube, wir machen das nochmal. Noch einmal und diesmal langsam. Ich glaube, ich bin zu schnell. Also, wir gehen also mit unserem Mauszeiger zuerst auf YouTube verbinden auf dem Button. Dann klicken wir mit der linken Maustaste auf YouTube verbinden. Dann öffnet sich ein Pop-up. Dann klicken wir auf den Hauptaccount, wo ihr auch euch immer einloggt über Google. Okay. Wo ihr eventuell auch da den Hauptaccount habt zu eurem YouTube-Account. Okay. Dann klicke ich da drauf. Dann warten wir, bis sich das lädt und dann habt ihr oben ein Konto und unten ein Konto. Und unten, wo YouTube drin steht, also genau wo dieses Schriftstück steht, YouTube, das ist euer YouTube-Account. Da klickt ihr bitte mit der linken Maustaste da drauf und dann seht ihr hier, dass Patreon wieder ein Pop-up präsentiert und einen Zugriff auf diesen Account benötigt, damit man sich verbinden kann. Okay, soweit so gut. Ich versuche einen Punkt und Komma zu machen unten. Ne? Und dann scrollen wir nach unten, ganz nach unten.
Und dann klickt ihr bitte auf den Button Zulassen. Nachdem ihr das gemacht habt, voilà, seid ihr verbunden. Okay? Soweit so klar. Ich denke, ist das klar. So. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, weitere Verbindungen zu machen, indem man einfach auf Instagram verbinden klickt und dann wieder das gleiche Schema. Und dann, wenn ihr schon verbunden seid, wie ich in Instagram, dann werdet ihr halt zu diesem Pop-up geleitet. Dann ganz, ganz wichtig, ne, alles muss so sein, ist ganz wichtig, und ihr müsst auf den Button Zulassen klicken, okay? Und nachdem ihr das gemacht habt und keine Pop-up-Blocker anhabt und sonstigen Quatsch, sieht das dann Ganze so aus. Ganz wichtig, keine Pop-ups, keine Luzifianer, keine Atombomben, keine irgendwas, Pause machen oder irgendwo nicht hinzuschauen, was ich jetzt zeige, weil es Leute immer gibt, die sagen, nein, du hast es nicht richtig gezeigt, Andi, nein, das funktioniert nicht. Es funktioniert 1:1, wenn ihr ganz genau das macht und langsam alles macht, wie ich es euch präsentiere. Ich kann kein Slow Motion machen. Dann gehen wir auf Twitter verbinden Button dann. Okay, also ich denke, jedem ist klar, was ich meine. Okay, so, dann Twitter verbinden klickt noch einmal. Und dann seht ihr hier, du bist dabei, deine erste Applikation zu autorisieren. Super, mehr über die App erfahren. Ihr seht schon, es wurde aktualisiert. Keine Angst, wenn sowas passiert, ich zeige euch alles. Wenn ihr Fragen habt, dann immer halt WhatsApp mich anschreiben. Könnt mich auch per WhatsApp uns anschreiben oder LINE und anrufen. Aber bevor ihr anruft, bitte immer anschreiben, wer ihr seid, weil manche Leute rufen meine Geheimnummer und es ist mir zu subjekt. Also das ist mir echt nochmal ganz wichtig. Als Teacher, als Lehrer, ist mir das immer suspekt, wenn mich jemand unter unbekannte Nummer, ich gehe da gar nicht erst dran. Einfach WhatsApp, sich trauen. Hi, ich bin der Klaus oder ich bin die Bettina oder ich bin die Beate oder ich bin die Tanja, whatever, Vornamen nennen. Dann, ich brauche die Hilfe, ich habe ein Video gesehen, cooles Video übrigens, habe deinen Kanal abonniert und jetzt habe ich da und da Probleme. Und dann kann man, wie die zivilisierte, normale Menschen, über das Problem diskutieren und halt, dann kann ich euch helfen, bei dem Problem eine Lösung zu finden. Okay, let's do it. App aktualisieren klicken und dann werdet ihr weitergeleitet und dann seid ihr auch mit Twitter verbunden. Ich zeige euch einfach jetzt mal alles durch, damit ihr wisst, wie es funktioniert. Damit ihr beim nächsten Mal nicht Probleme habt. Wie geht das? Es sind Kapitel bei mir, meine Schulungen sind etwas länger, aber dafür sind es unterteilt in Kapitel. Okay, let's do it. Facebook verbinden, auch wieder rumklicken, dann kommt wieder so ein Pop-up, dann ja, fortfahren, dann welche Seiten möchtest du mit Patreon verwenden, im nächsten Schritt ist es, aus den Seiten berechtigt ist, du hast noch keine Seiten, das brauchen wir auch momentan nicht, einfach auf weiterklicken, dann wozu ist Patreon berechtigt, dann kann man ja oder nein sagen, ne? Aber hier könnt ihr nichts hier wählen, weil hier automatisch schon gesagt, geht zurück und wähle eine Seite aus, um diese Option aktivieren. Also die haben wir nicht, also klicken wir nur auf Fertigstellen. So, okay klicken auf den OK-Button und dann seid ihr auch mit Facebook verbunden. Jetzt ist das allerletzte, es ist wichtig, wenn ihr diese ganzen Sachen natürlich nicht habt, wenn ihr kein Instagram habt oder Twitter habt oder Twitch nicht habt, das spielt einfach keine Rolle, dann könnt ihr dieses Video weiterklicken und überspringen in den Kapitel und dann zum nächsten Schritt weiter einfach gehen. So, jetzt geht es auf Twitch verbinden wiederum auch. Twitch ist im Endeffekt eine Online-Plattform und ja, da haben wir schon unseren Account drin. Dann klicken wir auf Anmelden und willkommen zurück, der Beginners. Anscheinend versuchst du dich von einem neuen Gerät oder Standort zu anzumelden. Gib als Sicherheitsmaßnahme bitte den Sicherheitscode, an den wir an deine E-Mail-Adresse geschickt haben. So, das ist okay. Das finde ich cool von Twitch, dass ihr das macht. Das heißt, da tut ihr richtig handeln. So, da haben wir diesen Code. Ihr könnt diesen Code leider nicht sehen. In meinen Videos ist es halt eben so, dass ich das nicht aufzeigen kann, aus Datenschutzgründen. Aber dann geben wir den Code ein. Genau, und dann haben wir so, und wenn der
QR-Code eingescannt. Dann klicken wir auf den Button. Dann klicken wir auf den Button Autorisieren. Und dann wird automatisch weitergeleitet und verbunden. Okay? Also, wir haben jetzt alles hinzugefügt. Wir sind komplett fertig. Und das Einzige, was wir jetzt machen, ist auf den Button weiterklicken. Ja. Voilà, mon ami. Wir haben es geschafft. Ne? Also wir haben es geschafft. Wir sind jetzt also in unseren Partieren gelandet. Die Seite ist noch nicht veröffentlicht. Das ist ja klar. Wir haben ja erstmal unsere Seite eingerichtet. Und den Rest könnt ihr dann individuell machen. Also das heißt, ihr könnt beschreiben, reinstellen und so weiter. Das werden wir im nächsten Video machen. Ne? Wenn ihr meinen Kanal abonniert und liked, dann und mehr Anfragen zu dem Bereich sind, dann könnt ihr gerne halt auch da halt euch, wenn ihr euch etwas interessiert, sagen und dann kann ich euch dann da alles komplett erklären, wie das aufgebaut ist. So, wir haben hier einmal einen Linkbereich noch, die Community. Wir haben also auch Einblicke, das sind also im Endeffekt eure Statistiken, was ihr so alles erreicht habt. Dann Auszahlungen. Ja, das ist dann dementsprechend, wenn Leute ein gewisses Guthaben habt hier und dann könnt ihr euch das auszahlen lassen. Ne? Community, da habt ihr halt eine eigene Community. Ja, und dann Benachrichtigungen, klar, wenn was auf eurer Seite los ist. Und dann Einstellungen. Ne? So, das ist so viel mal dazu. Das war's erstmal. So richtet ihr erst einmal das ein. Wir weitere Sachen machen. Bitte, ganz wichtig, ich mache nur Videos, wenn genug Interesse da ist. Da mache ich richtig professionelle Videos, wie ihr das professionell angehen könnt. Und das ist natürlich alles kostenlos. Das Infinity-Wissen wird euch kostenlos verraten. Und wär's schon cool, wenn es mehr Leute wissen. Wenn nur 1000 Abonnenten sind, dann mache ich dazu auch mehr Videos. Ja. Peace and out. Das war's. Tschüss.